Each time I teach. Jedes Mal, wenn ich lehre. Is what I really try to do is draw in all, you see, all that I've learned so far. Was ich versuche, ist wirklich alles herbeizubringen, was ich bis jetzt gelehrt habe. Bring the totality of understanding. Und dann die Summe meines Verständnisses hervorzubringen. The essential point. Und den essentiellen Punkt. What I feel is the most important. Also das, von dem ich das Gefühl habe, ist das Wichtigste. Through my own experience. Das, was ich erkannt habe, aus meiner eigenen Erfahrung. And experience of many. Und aus der Erfahrung. That's what I try to share. Das versuche ich zu teilen. Clear. Ist das klar? And also, along with that, und damit einher I've been teaching with different teachers together. Habe ich gemeinsam mit anderen verschiedenen Lehrern gelehrt. Different teachers also. And really, in some ways, to really not only just through my own experience, but the experience from of all others. So in some ways, when I try to share something like here, that I try to give something very essential, something that in a sense, how would you say, is like my heart advice. Also wenn ich lehre, versuche ich nicht nur das herbeizubringen, was ich aus meiner Erfahrung gelernt habe, sondern auch aus der Erfahrung vieler anderer Lehrer. Und ich versuche eben wirklich die Essenz dessen hier mit Ihnen zu teilen. Is that clear? Das ist klar? Sometimes there's a tradition in Tibet. Es gibt in Tibet eine Tradition. When someone has followed the path. Für jemanden, der dem Pfad der Lehren seit langem folgt, viele Jahre schon dran ist. Solche Menschen gehen zu ihrem Meister und sagen ihnen, bitte gib mir einen Herzensrat, den sie aufschreiben. Denn die Lehren des Buddha sind unglaublich umfangreich. So, deswegen hat Atisha gesagt, wenn er gefragt wird, ist es wichtig, zu folgen, teaching of the Buddha or follow the advice of the master. Als er gefragt wurde, was ist wichtiger, den Lehren des Buddha zu folgen oder den Ratschlägen des Meisters? He emphasized more on the following the advice of the master. Hat er immer den betont, dem Meister zu folgen? Because the master, when he teaches, he actually just essentializes the teaching Denn of the Buddha. Der Meister, wenn er lehrt, dann essentialisiert er die ganzen Lehren, bringt sie auf den Punkt. Bring it for us. Und macht sie für directly. Uns persönlich zugänglich. So therefore, in a sense, when, for example, Shaldama advisor asks us how to really bring the teaching to our, how do you say, to fit us. Also Shaldang ist dann eine Art, eine Bitte darum, die Lehren so zu präsentieren, dass sie für uns zugänglich sind, uns passen. And so, recently I was attending a conference. Ich war vor kurzem, habe ich an einer Konferenz teilgenommen. In Amsterdam. Das war in Amsterdam. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, war auch anwesend. Along with the business leaders, government leaders, sometimes political leaders also. Und es waren einige führende Geschäftsleute da und einige bedeutende Persönlichkeiten aus der Politik ebenfalls. Many people involved in many fields. Also Menschen, die auf den verschiedensten Bereichen tätig sind. Very activist kind of thing. Das heißt, concerned about the future. Man könnte sagen, Aktivisten, Menschen, die sich aktiv um die Zukunft Gedanken machen. Und ich bin auch eingeladen worden, auf dieser Konferenz zu sprechen. I realize this. Und ich habe Folgendes gemerkt. Sometimes what happens is when you are in the spiritual path, when you are like in the Dharma, you know? Wenn man den spirituellen Weg geht, wenn man im Dharma ist, when you hear the teachings, wenn man die Lehren hört, I mean, you know it's true, dann weiß man, dass sie stimmen. But then when you're just in that world, aber wenn man immer nur in dieser Welt ist, just in the spiritual world, wenn man in the Dharma world, immer nur in der Dharma-Welt sich bewegt, you think maybe you're missing out on something. Dann denkt man sich manchmal vielleicht verpasse ich da draußen was. Maybe the truth that you actually learn in the Dharma might be just exclusive. You know, it's just the view of the spiritual people. It's not something applies to. Maybe that's not the accepted view in the world as a whole. It might be just be exclusive. The view of the people who are following the Dharma. So therefore, in a sense, sometimes you can feel that people who are just following spiritual path could be just in the world of their own. Man denkt sich dann vielleicht, das, was man auf dem spirituellen Pfad lernt, das sei so eine Art Exklusivwahrheit. Das wäre eine Wahrheit, eine tiefe Wahrheit, die aber nur für Menschen in der spirituellen Welt gilt. Und man glaubt, dass für die Welt dort draußen ganz andere Regeln gelten und die glaubt man zu verpassen. That can happen also. Das kann geschehen.
That can be true too. Das kann nämlich auch wirklich so sein. But what I realized this time, was mir diesmal aufgefallen ist, so many different people speak, nachdem ich da so viele Menschen reden gehört habe, both young and old, es waren junge Menschen, es waren I alte just Menschen, realize, what is the most important thing? Ist mir bewusst geworden, was eigentlich das Wichtigste what ist. Is the most important thing? Und was ist das and Wichtigste? This is something, in fact, what we try to follow in the spiritual path. Und das ist genau dasselbe, das, was wir dem spirituellen Pfad auch folgen. And what we try to also in life, we all trying to seek. Und das ist das, wonach wir alle in unserem Leben suchen. Is one and the same thing. Es ist immer dasselbe. Ultimately. Letztlich. I just had such a profound realization of that. Für mich war das eine sehr tiefe Erfahrung damals. See, so what I really realized, you see, was habe ich erkannt? The most important thing, das Allerwichtigste, is to be in touch with oneself. Mit sich selbst in Kontakt zu it sein. Is because we are not in touch with ourselves profoundly. Weil wir nicht mit uns selbst in Kontakt sind, tiefgehend. As a result, we are not who we are. Really are, sind wir can be. Als Resultat nicht das, was wir wirklich sein können oder sein könnten. In fact, from a spiritual point of view, von einem spirituellen Gesichtspunkt, when you are really in touch with yourself, wenn man wirklich mit sich selbst in Kontakt ist, auf tiefgründigste Art und Weise, in touch with, from a Buddhist point of view, we would say, in touch with your Buddha nature. Würde man von einem buddhistischen Standpunkt aus sagen, man ist in Kontakt mit der eigenen Buddha-Natur. From a Christian point of view, you would say you're in touch with God. Von einem christlichen Standpunkt würde man sagen, man ist in Kontakt mit because Gott. Because you see, because our nature, denn unsere Natur, our innermost nature, unsere innerste Natur, we can call it the ground. In the teachings, it's spoken of ground. Wird in den Lehren als Grund bezeichnet. Grund. What is ground? Was ist Grund? Is the fundamental basis. Die grundlegende Basis. Like maybe the sky, like the ground. Sagen wir mal, der Himmel wäre jetzt der Grund zum Beispiel. Everything exists within the space. Und denn alles existiert innerhalb seines Raumes. Thanks to the sky, everything can exist. Also aufgrund des Raumes, aufgrund des without Himmels kann alles space, darin entstehen. Nothing can exist. Ohne Raum kann nichts existieren. Like the ground. Das ist also der, ground die Grundlage. Die Grund that der ground Natur. Of our true nature. Diese Grundlage unserer wahren Natur really we need to be in touch with. Ist etwas, mit dem wir wirklich in Kontakt sein müssen. And on so many levels, und auf so vielen we Ebenen can speak this on so many levels, wir können darüber auf so vielen verschiedenen Ebenen sprechen. I mean, I think you also know already from your own experience anyway. Und ich denke, Sie kennen das auch aus Ihrer eigenen Erfahrung. From a very ordinary point of view, von einem ganz gewöhnlichen Standpunkt when you aus, are in touch with yourself, wenn man wirklich mit sich selbst in Kontakt or ist, when you are well in yourself, oder wenn man sich in sich selbst wohlfühlt, things are much easier. Dann läuft alles viel einfacher. Things flow. Alles fließt. Our contact with others, unser Kontakt zu anderen and the world, und zur Welt. Everything is more, how do you say, coherent and more in harmony. Alles maybe ist the word better is word. Harmony. Zusammenhängend oder besser mehr in Harmonie. Harmony. It is also when we you see, like for example, His Holiness Dalai Lama always speaks about the importance of good heart. Seine Heiligkeit der Dalai Lama spricht zum Beispiel immer wieder über die Wichtigkeit see, eines guten Herzens. It's like a fashionable to be a good human being. Heutzutage ist es fast eine Modeerscheinung, ein guter Mensch sein zu wollen. To be a good human being, ein guter Mensch sein. Rather than being Christian, Buddhist, this, you want to be a good human being. Also statt zu sagen, ich bin Christ oder Buddhist oder irgendwas, möchten Sie einfach nur ein guter Mensch but sein. Actually, that may be, you know, because to say good human being, it's like you don't belong to any particular school or any religion or you transcend, you're not a good human being. But actually, it's not so easy just to be a good human being.
Also Sie wollen damit ausdrücken, ich bin ein guter Mensch. Das heißt also, ich gehöre keiner Gruppierung an, keiner Religion, das habe ich alles überwunden. Aber genau genommen, wirklich ein guter Mensch zu sein, ist nicht so einfach. Because if you're really good human being, denn wenn man ein wirklich guter Mensch ist, truly a good Christian, dann ist man wirklich ein guter Christ. And you're a good Buddhist. Oder ein guter Buddhist. Very much sometimes you see, they think that to be good, you know, you can, I don't know, somehow it like the religion is one thing, to be good human being is another. Manchmal haben die Leute so eine Vorstellung, dass Religion ist eine Sache und ein guter Mensch sein eine andere. Of course, there's an aspect of religion. Natürlich gibt es einen Aspekt der Religion, der etwas komplex sein kann. Zum Beispiel die Rituale, die Philosophie und so weiter. But leave those aside. Aber wenn man das mal zur Seite lässt, come to the heart of the spiritual teachings, wenn man wirklich zum Herzen der spirituellen Lehren vordringt, dann ist doch der Hauptpunkt, is to make us into good human beings, dass wir ein guter Mensch werden sollen. So therefore, really, to be a good human being, daher ein guter Mensch zu sein, it's not so easy. Ist nicht so einfach. And also that, you know, His Holiness Dalai Lama speaks of importance of warm heart. Und seine Heiligkeit der Dalai Lama spricht auch immer über die Wichtigkeit eines warmen Herzens, but eines guten Herzens. Not always it's easy for us to be warm-hearted. Aber es ist nicht immer einfach für uns, warmherzig zu sein. Often we are cold. Wir sind oft kaltherzig. And also how often we are very much, very, how do you say, awkward. Und manchmal sind wir auch unbeholfen. Mm-hmm. Self-conscious. Oder uns unserer selbst bewusst. We're not really relaxed. Wir sind nicht entspannt, nicht gelassen. I mean, a lot of the time, problem with ourselves. Das häufig ist das größte Problem mit uns. We are not with ourselves. Dass wir gar nicht bei uns sind. Maybe we're with our stories. Vielleicht sind wir mit unseren in unseren Geschichten. We all have a lot of stories. Wir alle haben eine Menge Geschichten. And sometimes what happens is that we get so caught up with our stories. Und was dann passiert ist, dass wir so uns unseren stories, eigenen Geschichten gefangen sind. Ideas, concepts. Geschichten, Vorstellungen, Konzepten. Really, and that actually takes us away from ourselves. Und das führt uns von uns selbst weg. And sometimes when you're confused, und wenn wir dann auch noch verwirrt sind, actually when we are in the story that we get confused. Verwirrt werden wir dann, wenn wir in unsere alten Geschichten zurückfallen. Now, do you know what I mean by stories? Ist Ihnen bewusst, was ich mit Geschichten meine? And that takes us away from ourselves. Und das ist es, was uns von uns selbst wegführt. And in that there's all kind of stories. Und es gibt alle möglichen Geschichten. Stories of hope, es gibt Geschichten der Hoffnung, stories of fear, Geschichten der Furcht. Particularly in the teachings speak of two things that dominate us is hope and fear. Und in den Lehren wird immer betont, die zwei Dinge, die uns am meisten beherrschen, ist Hoffnung und Furcht. It's not the hope that's kind of, you know, like for example, like the big hope, the good hope. Es ist nicht das, was wir normalerweise unter der guten Hoffnung verstehen, like the small hopes of ego, sondern diese kleinen Hoffnungen, die Erwartungen des Ego. In Tibetan it's called Redok, Rewa and Tokpa, Redok. Redok heißt das auf Tibetisch. Redok, Redok. Diese beiden. Don't get too much caught up in stories of hope and fear. Das heißt, verwickelt euch nicht so sehr in Erwartungen und Befürchtungen. Sometimes all the problems start with hope and fear. Häufig beginnt alles mit Hoffnung und Furcht, Erwartung und Befürchtung. In fact, when you're governed by always hope and fear, nothing becomes pure. Wenn man immer von Erwartungen und Befürchtungen bestimmt wird, dann wird nichts rein. Is a little bit corrupted by that. Alles ist von vornherein ein bisschen korrupt. You know, in life, you know, we do so many things, you know, we do so many things hoping for something. Es ist immer Hoffnung und es ist immer Erwartung und Befürchtung. Wir tun so viel, weil wir etwas erwarten, weil wir uns etwas erhoffen. And fearing something. Oder weil wir etwas befürchten. You know, sometimes you really, when you hope, you get disappointed. Man, durch dieses dauernde Hoffen, wird man zwangsläufig enttäuscht. Disappointed. If you fear, und wenn man immer alles fürchtet, you get an exaggerated view, you become paranoid. Dann wird das irgendwann so übertrieben, dass man paranoid wird. Do you understand what I'm saying? Verstehen Sie, was ich sage? So therefore, what then is the remedy? Was
Also ist das Gegenmittel. Wie kann man über Erwartungen und Befürchtungen hinaus gelangen? Wie kann man diese Geschichten durchleben, die man sie beenden? Indem wir in Kontakt mit uns selbst kommen. Now, simply, like for example, if I speak very simply. Wenn ich es ganz einfach sagen soll. For example, when you are afraid. Zum Beispiel, wenn man. When you are fearful. Wenn man Furcht hat, wenn man Angst hat. Generally, we pray. Dann beten wir gewöhnlich. Pray. When you're afraid, you pray to God. Wenn wir Angst haben, beten Christ, wir zu Gott. Saint. Zu Christus, zu den Heiligen. Even Buddhist practitioners, sogar buddhistische Praktizierende beten zu den Buddhas oder nehmen Zuflucht. Now, what is this? Aber was ist das denn? Initially we see the Buddha, like God outside of us. Anfänglich sehen wir Gott als etwas außerhalb von uns Existierenden. On an ordinary level, even on a beginner's level, even the Buddhist would think of the Buddha, Dharma, Sangha as some kind of an external, in some ways, object of refuge. Und auf der grundlegenden Ebene denken selbst buddhistisch Praktizierende den Buddha, den Dharma und Sangha als etwas außerhalb, auf der äußeren Ebene Existentes. But what is amazing is that when you pray, aber was erstaunlich ist, wenn man wirklich betet und Zuflucht nimmt. When you are kind of fearful, wenn man ängstlich, not in touch with yourself. Often when you're fearful, like when you're afraid, let's say in a plane. Wenn man Angst hat, like ängstlich ist, im Flugzeug sitzt und es schaukelt und wackelt, you're everywhere, you're not in yourself. Dann ist man überall, nur nicht bei sich. You understand? You're really, you know, like that. If you're like this, you'll be more stable, but you're like that. Wenn das nicht passiert, dann sind sie stabiler, aber da and sind sie. You hold on to the Buddha. Und dann halten sie sich am Buddha fest. Oh God. Oder an Gott. And then very much also depend upon your faith. Und dann natürlich abhängig von der Stärke really des Glaubens. Think of the Buddha. You know, really it's something you really, how do you say, come into touch with. Und wenn sie dann an den Buddha so denken, dann ist es etwas, mit dem sie in Kontakt kommen. When you experience the Buddha, when you come into touch, wenn sie dann den Buddha erleben, erfahren, in Kontakt mit ihm kommen, it gives you a little bit of comfort, you know? Dann it calms you down a little bit. Gibt ihnen das Trost, es beruhigt sie ein bisschen. Then more and more you can visualize, und dann können wir immer mehr visualisieren or invoke the Buddhas, oder die Buddhas anrufen. Then more and more it bring, it settles. Und dann kommt mehr und mehr zur Ruhe. And then from the Buddha's tremendous rays of like blessing come, and then you know we are granted the refuge. But at the end, finally, you know, in the refuge, Buddha dissolve, the refuge dissolve and become one with you. And then you realize on the ultimate level that the refuge, Buddha, is nowhere, but or rather, it's nowhere outside of oneself. It's one with the nature of mind. And when you feel that empowered with that, that when the refuge is in you, then you feel more confident. You are more in touch. And as you are actually more in touch, thanks to the refuge, thanks to the, you know, that actually what is happening deeply, ultimately, is that you realize that Buddha that you are in touch with, the Buddha, the refuge that you received in, and actually you realize ultimately your nature is one and the same thing. There's nothing called Buddha, one thing, your true nature is another. It is in the state of delusion that we've lost the Buddha in ourselves. So that really when Buddha, when we are in touch with our true nature, when the refuge, through the blessing of the refuge, when we become one with the refuge, then we realize that one's true nature mind is no other than the refuge. So, wenn wir also Zuflucht nehmen, dann gehen unglaubliche Lichtstrahlen von der Visualisation des Buddhas vor uns aus und die Zuflucht wird uns gewährt. Und dann am Schluss der Zuflucht löst sich der Buddha in Licht auf und verschmilzt mit uns und wir erkennen, dass der Buddha überhaupt nicht getrennt von uns gewesen ist, niemals getrennt von uns gewesen ist. All unsere Ängstlichkeiten und Befürchtungen, die kamen daher, dass uns das nicht bewusst gewesen ist. Und jetzt, am Ende dieser Zuflucht, wo wir erkennen, dass das Wesen des Buddha und unser Wesen überhaupt nicht voneinander getrennt werden, da entsteht die wahre Zuversicht, die Zuversicht der Erkenntnis der Gleichheit. Do you understand?
So what I'm really saying, to have a warm heart. Das heißt also, ein warmes Herz to zu have haben. A good heart, ein gutes Herz zu to haben. Be a good human being, ein guter Mensch zu sein. Is really to need to be in touch with yourself. Um dorthin zu gelangen, müssen wir mit uns selbst in Kontakt sein. Even for that. Selbst yeah. dafür. And that's why you see, like for example, when we begin. Und daher, wenn wir anfangen, on a spiritual path. Auf einem spirituellen Pfad. I think if you really understand I think it's really understand. Wenn wir wirklich die Lehren verstehen würden. The point of teaching ist der Punkt der Lehren. Is not for the sake of the teachings. In den Lehren geht es nicht um, also die Lehren existieren nicht um ihrer selbst willen. For example, the Buddhism. Zum Beispiel Buddhismus. Does not exist for the sake of Buddhism. Existiert nicht um des Buddhismus willen. It is actually to make us into good human beings. Sondern es geht darum, dass es uns zu guten Menschen werden lassen. Is that clear? Ist das klar? It's not for the sake of religion. Also es geht nicht um die Religion an sich. In fact, something incredible about das Buddha Dharma. Unglaublich am Buddha Dharma ist. It goes beyond, particularly as you go higher into the teachings. Speziell wenn man höher und höher in den Lehren geht. You go beyond all culture. Geht man jenseits oder überschreitet man, überwindet And man alle you Kultur. Go even beyond Buddhism. Man überwindet selbst den Buddhismus. In fact, Buddhism actually is beyond Buddhism. Denn Buddhismus ist eigentlich, geht eigentlich über Buddhismus hinaus. You understand? Verstehen Sie? Very much. And so, therefore, but what is also extraordinary, und was eigentlich außergewöhnlich ist, is that even though this extraordinary wisdom, obwohl es diese außergewöhnliche Weisheit gibt, you know, kind of and compassionate teachings, und die Lehren auch über das Mitgefühl, which really shows us our true nature, die uns wirklich unsere wahre Natur zeigen. But the trouble is, in order for us to, how do you say, to bring that into our being, ist doch das Problem, dass um das in unser eigenes Wesen zu bringen, then there is methods. Brauchen wir eine Methode. There's mean, we call it skillful means. Gibt es Mittel oder wir nennen sie geschickte Mittel. Skillful means. Methods. Methoden. Which helped us. Die uns helfen sollen. These means are only skillful means. Und diese Mittel sind einfach nur geschickte Mittel. To awaken the Buddha in us. Um den Buddha in uns zu erwecken. And then so that when we begin, for example. Wenn wir also anfangen, zum Beispiel. You know, like if I were to give an example. Um mal ein Beispiel zu geben. Of the practice. Ein Beispiel für die Praxis. Such as like meditation. Zum Beispiel der Meditation. Now even with meditation. Also auch was Meditation angeht. Sometimes when I use the word meditation. Manchmal wenn ich das Wort Meditation benutze. I become a little bit reticent to use the word meditation. Ich habe ein bisschen ein Widerstreben dieses Wort zu benutzen. Before actually giving a background. Bevor ich nicht einen gewissen Hintergrund gegeben habe. Because often people have concepts of what meditation. Denn oft haben die Leute Konzepte über das Wort oder den Begriff Meditation. Narrow it down. Und sie engen yeah. das ein. Sometimes you may think it's meditation is someone sitting like this saying, Om. Vielleicht haben Sie das, meinen Sie, wenn Sie das Wort Meditation hören, es wäre jemand, der dann da sitzt und Om sagt. And burning incense. Und ein Räucherstäbchen anzündet. Well, that is a kind of a form of meditation. Natürlich, das ist eine Form der Meditation. But meditation is more than that. Aber Meditation ist mehr There als das. So many. So many practices. Es gibt so viele verschiedene Praktiken. And so many levels. Und so viele verschiedene Ebenen. In fact, in the teaching speak of four levels. In den Lehren wird in erster Linie von vier Ebenen gesprochen. Four yogas. Oder von den vier Yogas. Which begins with the meditation. Das heißt, es fängt mit der Meditation and ends an. In the state of non-meditation. Und endet mit einem Zustand der Nicht-Meditation. And so, I mean, for example, what I you see interesting, you know, as I, you see, I've now been teaching. I've been in the West for quite a number of years. Ich bin jetzt schon einige Jahre im Westen und lehre and dort. And I've been, you know, been teaching for now, I don't know, about 30 years now. Und ich lehre jetzt insgesamt vielleicht 30 Jahre. Mm-hmm. And also, as I become a little older. Und da ich jetzt auch ein bisschen älter werde. A little bit more experience. Und vielleicht perhaps, auch ein bisschen mehr Erfahrung habe. I always try to really look behind the teaching. Versuche ich immer hinter die Lehren zu schauen. What the real meaning is. Und zu schauen, was die wirkliche Bedeutung Sometimes ist. A practice comes with a particular form.
Und das ist wirklich unglaublich. Also manchmal kommt eine Praxis und hat eine gewisse Form. And you take that method. Und dann benutzt man diese Methode, praktiziert sie. As you practice, practice, practice. Und wenn man dann praktiziert und praktiziert and und praktiziert und sie immer weiter versteht, versteht und versteht, and then after a while, nach einer Weile, you really realize the real meaning. Erkennt man den wirklichen Sinn der Praxis. Real meaning. Die wirkliche Bedeutung. Real purpose. Den wirklichen Zweck. The point what I'm saying is that when you start practicing a method, der Punkt ist, dass wenn man anfängt eine Methode zu praktizieren, dann ist es manchmal ein Fehler zu denken, das ist eine buddhistische Praxis. Yes, it comes from a Buddhist tradition. Natürlich, es kommt aus der buddhistischen Tradition. It may have certain kind of forms. Und es hat vielleicht eine gewisse Form. That is associated with a particular tradition. Die eben mit einer gewissen Tradition zusammenhängt. However, actually go really deeply into it. Doch wenn man wirklich tief hineingeht, a skillful means, dann ist es einfach ein geschicktes Mittel, realize, das uns hilft zu erkennen, that's inherent in all of us. Die Wahrheit zu erkennen, die in uns allen innewohnt. Like for example, when I talk about meditation. Zum Beispiel, wenn ich jetzt über Meditation when you begin, spreche. Wenn man anfängt, the practice called shamatha. Gibt es die Praxis namens Shamatha. Now, when I say shamatha, wenn ich jetzt hier Shamatha sage, say, ah, yes, ah, yes, dann sagen shamatha. Sie vielleicht, ah ja, ach ja. Shamatha, ja. Ja, Shamatha. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Shamatha. Or if you say Shine, someone who oder doesn't say Shine. Shine. You say Shine. Ah, yeah, Shine, I know. Ah, yeah, Shine, kenne ich ja. You can just simply think that, you know, you, because you're just familiar, just, you know. That, also, weil man damit schon mit vertraut ist, dann hat man schon ein Konzept. But actually, it is more than that. Aber tatsächlich ist es mehr als realize, das. Man muss wirklich it, erkennen. Actually, the teachings become extremely profound when you go beyond just simply the merely understanding of concept of this and really understand, when you begin to really appreciate. Also die Praxis wird wirklich tiefgründig, wenn man hinter das Konzept schaut. Wenn dann weiß man es wirklich when zu schätzen. When you understand in practice really profoundly, wenn man eine Praxis also auf tiefgehende Art und Weise versteht, kann es vielleicht die grundlegende Praxis sein, aber sie ist die tiefgründigste. Das ist wirklich unglaublich am Buddhismus. Dass immer Weisheit und geschickte Mittel, also die beiden Wahrheiten, miteinander einhergehen. Also eine ganz einfache Praxis kann die tiefgehendste sein, wenn man sie erkennt. Wenn man ihre Wahrheit erkennt. So in that, for example, when you begin, you know, wenn man also anfängt, like how to be in touch with ourselves. Wie können wir mit uns selbst in Kontakt kommen? If you begin with a practice, for example, wenn man zum Beispiel mit einer Praxis anfängt, such as meditation. Zum Beispiel der Meditation. Now in that you begin with, if you were to say, okay, more formally, what how you begin with this called what's called shamatha. Also mal formell gesehen würde man in der Meditation mit Shamatha oder Shine beginnen. Which is the practice of what is Shamatha or Shine? Was ist Shamatha oder Shine? Literally Shamatha or Shine means calm abiding. Wörtlich übersetzt würde Shamatha oder Shine bedeuten ruhiges Verweilen. Which is tranquility. Das heißt eine Meditation der Ruhe. Which is practice of mindfulness. Die Praxis der Achtsamkeit. Because at the moment the point is where lost, we're distracted. Denn im Moment sind wir sozusagen, haben wir uns verloren, wir sind abgelenkt. In fact, the reason why we are not in touch with ourselves. Der Grund, warum wir nicht in Kontakt mit uns selbst sind, we are out of ourselves. Ist, weil wir quasi außer uns sind. In fact, one great master quote, Thich Nhat Hanh, I always quote him. Wie ein großer Meister Thich Nhat Hanh sagte, und ich zitiere ihn hier immer. I always quote this because it's a very. Ich zitiere immer das, weil es so tiefgehend ist. He often used to say. Er sagte sehr oft. The samsara is mind turned outwardly lost in its projection, is what samsara is. Samsara ist ein Geist nach außen gewandt, verloren in den eigenen Projektionen. Whereas nirvana is mind turned inwardly recognizing its nature. Während nirvana ein Geist ist, nach innen gewandt, seine eigene Natur erkennt. Main point is that we are lost. Der Hauptpunkt ist, dass wir uns verlieren. We lost touch with ourselves. Wir haben den Kontakt zu uns selbst verloren. Is lost. Der Geist in its perception. Verirrt sich in seinen Wahrnehmungen and its projections. Und seinen Projektionen. And we are all over. Wir sind überall. And nobody's at home. Und niemand ist daheim. So it's very important is to begin by bringing the mind home.
Darum ist es so wichtig, damit anzufangen, den Geist heimzubringen. Bring the mind home. Den Geist heimzubringen. It's like almost you have to bring yourself back to you. Es ist fast so, als würde man sich selbst wieder zu sich selbst bringen. A bit like, let's say, it's like, you know, if you use the example like a projector. Würde man jetzt das Beispiel eines Projektors nehmen? Like, a mind is like a projector. Also der Geist ist wie ein Projektor. It's all projected, but you know, und es ist alles nach außen projiziert. What we have to dissolve all the projection. Projektion wieder aufzulösen. In den Projektor. We bring ourselves back. Das heißt, wir bringen uns selbst zu uns selbst zurück. It's really to bring our mind back. Wirklich unserem Geist zurückbringen. Das ist der erste Schritt, uns selbst wieder zurückzuholen. This is where in spiritual practice. Und hier ist in der spirituellen Praxis, meditation, prayer, durch Meditation, durch Gebet, you remain in silence, durch Schweigen. I remember one very, very holy Christian priest. Ich erinnere mich an einen sehr heiliger christlicher Priester, ein sehr enger Freund seiner Heiligkeit, sagte, it is often in quietness and silence that we find inner strength, he used to say. Er sagte, dass wir oft in der Stille und im Schweigen finden wir innere Stärke. Very much, no. We need to really bring ourselves back. Wir müssen uns selbst wieder zu uns bringen. So that is what first thing you do. Das ist also das Erste, was wir tun. What's called shamatha, bringing the mind home. Durch das, was Shamatha genannt wird, den Geist heimzubringen. And to develop, therefore, you see, instead of the antidote to distraction, und als Gegenmittel gegen die Ablenkung is mindfulness. Gibt es die Achtsamkeit. And you practice, also übt also Achtsamkeit, such as mindfulness of breathing, zum Beispiel die Achtsamkeit auf den Atem, to start with, and then slowly through that practice mindfulness. Und durch diese Achtsamkeitspraxis. What is extraordinary is all you see, the scattered self. Und all diese zerstreute Selbst. Like come together. Kommt wieder like zusammen. We are in many, many in pieces, you know. Wir sind in Teilchen. The pieces come together. Und diese Teilchen kommen wieder zusammen. It's a bit like, you know, if you take a film, a video of a plate breaking, you know. Würde man, so als würde man einen Teller, der gerade zerbricht, filmen. Okay. And then you rewind it, plate rewind. Und dann spielt man das rückwärts wieder ab. And you know, but the pieces coming together. Und die Einzelteile kommen dann wieder zusammen. It's like really bring all things and becoming whole. Also alles kommt, fügt sich wieder zusammen und becoming wird ganz. Whole. Becoming whole. Wird ganz, wird heil. Is it clear? Ist das klar? Becoming whole. Ganz werden, heil werden. And then when that happens. Wenn das geschieht. Also the restlessness. Und auch die Ruhelosigkeit. Restlessness. Ruhelosigkeit. You know, you overcome restlessness. Auch diese innere Unruhe wird überwunden. And also, very amazing is two things you got. I remember Chögyam Trungpa Rinpoche always used to say. Und ich erinnere mich, wie Chögyam Trungpa Rinpoche immer sagte. He always used to say the problem in the West is speed and aggression. Das Problem im Westen sind Geschwindigkeit und Aggression. Speed and aggression. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Und Aggression. Slowly you slow down. Man wird langsamer. Langsamer. So, very much you see, as we bring our mind home, wenn wir unseren Geist heimbringen, there's a really very much a sense of settling. Gibt es ein Gefühl, dass sich etwas setzt? In, like fall into place. Es fällt auf seinen Platz. You fall into place. Man selbst fällt auf seinen so Platz. So you see, because you like that is not so well. When you fall into place, then you feel you are where you should be. Wenn alles auf seinen Platz fällt. Really, and then it really also makes sense. Dann ist man da, wo man eigentlich sein sollte. Und das macht dann auch Sinn. Really, really come home. Man kommt heim. Become whole. Man wird ganz heil. And, you know, speed and aggression is kind of cut through. Geschwindigkeit und Aggression sind really durchschnitten. Something very amazing through this kind of practice. Ist wirklich erstaunlich durch aggression, diese Praxis.
Frustration, werden Aggression, Negativity, Frustration, Negativität when we really entschärft. Sit, wenn wir wirklich sitzen, through the mindfulness practice, no? Durch die Praxis der Achtsamkeit, and very important thing is spaciousness, dann ist das Wichtigste Weite, Offenheit. That openness. Offenheit. Not only mindfulness, but openness. Nicht nur Achtsamkeit, spacious, sondern auch Offenheit, spacious, Weite, that generosity, Großzügigkeit. Really, that ease, diese Gelassenheit, that almost that warmth, fast auch diese Wärme. You practice warmly. Man praktiziert oder übt das, die Wärme. And then something really settles. Und etwas setzt sich. And you know, so you find like a rest. Man findet Ruhe. Really, there's a peace. Frieden. Become tranquil. Man wird ruhig. You can sit. Man kann sitzen. You can be. Und sein. Really, trouble with us is we're too much into doing. Das Problem mit uns ist, wir sind ständig dabei zu tun. Thinking. Wir denken ständig. Too much speaking. Zu viel sprechen. Too much doing. Zu viel tun. And not enough being. Und wir sind nicht im Sein. You should think. Natürlich sollten wir auch denken. Wunderbar. Und wenn man spricht, wunderbar, man kann es eben nutzen. Natürlich handelt es auch wunderbar, wenn es nützlich ist. Man muss Körper, Sprache und Geist nutzen. Zu unserem Wohl und zum Wohl anderer. Aber wenn das nicht zentriert ist, ausgerichtet ist, wenn es nicht aus einem wirklichen Sinn von wirklichem Sein kommt, also nicht authentisch ist, nicht aus einer authentischen Präsenz entsteht, also aus einer Realität, von einem wirklich Sein, Realsein, wirklich aufrichtig, dann, whatever we do, is a little bit not in accord, but with discordant. It's not in harmony. Dann ist das, was wir tun, nicht in Einklang, sondern es ist nicht als unharmonisch. The harmony. Es mangelt an Harmonie. Harmony. Harmonie. How you bring harmony? Wie entsteht Harmonie? Through being. Durch Sein. Bring harmony. Sein bringt Harmonie. Stillness. Stille. Silent. Und Schweigen. Mind at ease of peace. Geist gelassen in Frieden. Then come together, become whole. Dann kommt alles zusammen. Man wird People heil. Talk about holistic healing. Man spricht doch immer von einem ganzheitlichen Ansatz. Ganzheitliche Heilung. Becoming whole. Es geht immer um das ganzheitlich werden. Wholeness is actually connected with holiness. Und dieses Heilsein oder Ganzsein ist, steht in Verbindung mit Heiligsein. Also connected with healthiness. Und auch mit Gesundsein. When we become whole, we become healthy. Wenn wir heil sind, ganz sind, sind wir auch gesund. And we are in touch with ourselves. Und sind auch mit uns selbst in Kontakt. And there is a sense of very much that you say. There's a kind of when we're in that way, there's a really very much connectedness. Und wenn wir auf diese Art und Weise sind, entsteht auch eine Verbundenheit. I mean, you can say in some kind of ancient traditions, you say you are in touch with Earth or Mother Earth or alten Traditionen, in einigen alten Traditionen heißt es, wenn man ist in Kontakt mit der Erde, mit Mutter Erde. It's not just by touching the Earth that you're in touch with. It's by touching here that you are in touch. Also man ist mit der Erde nicht dadurch in Kontakt, dass man sie berührt, sondern dadurch, dass man mit sich selbst in Kontakt ist. And you're in touch with others. Und man ist dann auch mit anderen in Kontakt. There's really a touch. Es ist wirklich eine Berührung. And contact. Wirklich ein Kontakt. And then there's a really communication. Und dann findet Kommunikation statt. When I say communication, it's not just speaking. Also wenn ich jetzt über Kommunikation spreche, rede ich jetzt nicht nur über die Sprache, sondern... Verstehen Sie? Verstehen Sie? Verstehen Sie? Verstehen Sie? And something incredible.
is in this kind of process. Und das Unglaubliche ist, dass in diesem Prozess negativity dissolves. Sich Negativität auflöst. Sometimes the pain goes away. Manchmal kann der Schmerz aufhören. Frustration. Die Frustration. And sometimes naturally there's forgiveness. Und dann steht manchmal von ganz allein Verzeihung. Manchmal kann auch Wut sich auflösen. And there's love. Und es entsteht Liebe. I feel this kind of practice is a highest form of disarmament. Darum habe ich das Gefühl, dass solch eine Art von Praxis die höchste Form der Abrüstung ist. Inner disarmament. Innere Abrüstung. That's why this kind of practice is known as the compassion of non-harming. Darum nennt man diese Praxis das Mitgefühl des Nichtverletzens. Removing the harm from you. Also das Schädigende in einem selbst oder Verletzende in einem selbst so zu entfernen und zu reinigen. How do you say? You become appropriate vessels. So dass wir angemessene Gefäße werden. We become really, we become, how do you say, truly useful. Dass wir wirklich nützlich werden und anderen nutzen können. Then really, then from this sense of also really, like his own Dalai Lama always talked about the importance of warm heart. Dann heißt der Dalai Lama spricht immer, wie wichtig es ist, ein warmes oder gutes Herz zu haben. Warm heart is nice to talk about. Ist ja schön, über ein warmes Herz zu sprechen. Not so easy. Aber nicht so einfach, es zu haben. Not just putting fire and all that. Man kann nicht einfach nur ein Feuerchen entfachen. Warm heart you need to develop. Man muss ein warmes Herz entwickeln. When you really interact with yourself, and just naturally there's warmth. Wenn man wirklich mit sich selbst in Kontakt ist, entsteht von ganz alleine Wärme. There's fire. Da ist Feuer. There's love. Da ist Liebe. There's love fire. Das Feuer der Liebe. This warmth. Diese Wärme. Natürliche Wärme. No, no, really warm. Wirkliche Wärme. Warm, good heart. Wirkliche Wärme, and gutes Herz. And also, what is extraordinary, you naturally become good. Und das Außergewöhnliche ist, man wird ganz von alleine gut. All your unnaturalness, sozusagen alles Unnatürliche, ego, alles Ego, das Greifen, all das löst sich auf. And you know something I notice also. Und ich habe festgestellt, dass oft always, you know, the, really the name in the teachings that they speak of, it's so true. In den Lehren heißt das, und das ist wirklich so wahr, dass die Ursache von all unseren Problemen, so heißt es in den buddhistischen Lehren, Is the grasping at self. Ist das Greifen nach einem Selbst. Dagsin. Das heißt auf Tibetisch Dagsin. Ego clean. Das Festhalten an einem Ego. No, ego in the sense of self, there's nothing wrong with it. Also jetzt Ego im Sinne von Selbstgefühl, damit ist nichts Verkehrtes. We also have a sense of self. Wir sollten ja alle ein Selbstgefühl haben, ein gesundes Selbstgefühl. Ego cleaning. Aber dieses Festhalten an einem oder Greifen nach einem Ego. It's like almost like there's somebody who wants really own everything. Es ist wie jemand, der immer alles in Besitz nehmen will. I remember one Sunil Bhatti had this example he always uses. He begins the story by creating a kind of scenario thing. You see this very beautiful house, you see this beautiful empty house on the top of a mountain. Beautiful house, you know. And you see this so beautiful, so wonderful house. And it's empty, there's no owner. Also er beschreibt immer diese Szene, er erzählt richtig eine Geschichte und sagt, also erst einmal du begegnest dort ein Haus und auf der Spitze eines Hügels und es ist wirklich ein wunderschönes Haus und es ist leer, es hat anscheinend keinen Besitzer. Immediately they says, oh, I could own it. Und sofort kommt er und sagt, oh, das könnte ja mir gehören. I could own it. Ich könnte das besitzen. Is that only? Und worüber ist dort die Rede davon, dass man anfängt, Besitz zu ergreifen? And then what happened? Control. Also man ergreift Besitz und dann versucht man Kontrolle zu haben. What I'm really saying is that when you practice with, in some way the sense of control. Also dieses Gefühl von Kontrolle, dieses Greifen. It just dissolves. All das löst sich auf. It's like when we let go of that grasping. Lösen wir dieses, lassen wir dieses Greifen los. We own everything. Dann ist es fast so, als hätten wir alles in Besitz. We're in touch with it. Wir sind in Kontakt mit allem. And we realize it. We see und wir erkennen Dinge, wir sehen Dinge. And the grasping tendency is dissolved, as I mentioned. Die Tendenz des Greifens löst sich auf. Ego self dissolves. Das Ego selbst löst sich auf. Almost, you come out of the shell. Es ist fast so, als würde man so aus seiner Hülle platzen. Your teenager comes up. Your real self comes up. Die wahre Natur kommt zum Vorschein. Dein wahres Selbst, das Jenseits von Ich. And that self
dieses Selbst is one with goodness. Dieses Selbst ist eins mit der Gutheit. That nothing is wrong. Und von ganz alleine entsteht dort Wärme und Frieden. When we become that, wenn wir das werden, naturally true. Dann werden wir auch echt, wahrhaft und authentisch. And then we become, you know, Jesus Dalai Lama recently spoke about ethics. Sein Heiliger Dalai Lama hat vor kurzem über Ethik gesprochen. Something right. Dass das etwa heißt, in richtig zu sein. Right, something true. Etwas, das recht ist, something wahr beneficial. Und nützlich. And in many ways, when we really in touch with ourselves, wenn wir wirklich in Kontakt mit uns selbst sind, we become naturally ethical. Dann wird man von uns allein ethisch. You understand? Verstehen Sie? Then whatever you do, was immer man dann tut, is in the spirit of that. Entsteht dann aus solch einem Weisheit. That's completely, there's a different operator. Also you're operating completely in a different way. Man funktioniert auf eine ganz andere Art und Weise. You're not operating normally, so man handelt nicht sonst, sondern was immer man tut, almost becomes a benefit for others. Wird fast automatisch zu einem Nutzen für andere. Compassion actually manifests from that. Und Mitgefühl entsteht von alleine. And then benefiting beings, um Wesen zu nutzen, becomes a very natural thing. Wird dann ganz natürlich. And also, one becomes, one also, through this kind of practice, one also will, has very profound insight. Und durch solch eine Praxis hat man auch sehr tiefgehende Einsicht und Weisheit. But also stiffe means. Aber auch geschickte Mittel. Which is compassion action. Das heißt Mitgefühl in Handlung. And then you see, through this kind of practice, slowly. Und durch solch eine Praxis, so it langsam, almost, you see, your mind was lost. So, als hätte sich der eigene Geist verirrt. Now you get it back. Und jetzt findet zurück. So you, now your mind is yours. Und jetzt ist dein Geist deiner. You understand? No, no. And then, interestingly, then what happens? Whatever rises. Was dann passiert, was immer dann entsteht. Okay. I mean, things will rise anyway, you know, things, emotions and thoughts will come. Dinge werden sowieso entstehen, Gedanken oder Emotionen. It's completely different. Aber sie sind ganz anders. Normally, what happens is when the emotions come, you become emotional. Normalerweise, wenn eine Emotion entsteht, wird man when emotional. When you're not grounded, wenn man nicht geerdet then ist, you become whatever the rising is. Dann wird man zu dem, was immer sich erhebt. You become the rising. Also man wird zu dem, was entsteht. Because you really, weil man daran festhält. You see, I remember one great master called Telopa, he said, the problem is not appearance, but is the grasping. Wie ein großer Meister Tilopa sagte, das Problem sind nicht die Erscheinungen, sondern dass wir daran festhalten. So, risings. Also, and es entstehen that, Dinge. For example, in terms of, you see, when we sit. Zum Beispiel, wenn wir wirklich sitzen. And in some ways, in that way, you see, what happens incredible is that we have our mind under, we become the master of our own mind. Also das Unglaubliche dann ist, dass wir wirklich unser eigener Herr oder Meister unseres eigenen Geistes werden. Not only, you know, I just say, it's quite amazing actually. Es ist wirklich erstaunlich. That the mind is yours. Der Geist and gehört whatever einem. Whatever rises from the mind. Und was immer im Geist entsteht. It's like you become the ocean. Es ist so, als würde man selbst zum Ozean. And whatever wave rises, und was immer für Wellen sich erheben, the ocean knows it's just merely a wave. Der Ozean, it comes from the ocean, goes back into the ocean. Der Ozean weiß, es sind einfach Wellen. Sie erheben sich aus dem Ozean und fallen darin zurück. Whatever rises, was immer entsteht, the reaction is very different. Die Reaktion darauf Because ist eine ganz andere. Ordinarily you react by grasping. Denn normalerweise reagiert man mit Greifen. Because you see the separateness. Denn man sieht eine Getrenntheit. But here, when we are really connected, aber hier, wenn man wirklich in Kontakt ist, dann wird alles, was entsteht, as the manifestation, just as when the sun shines. Als eine Manifestation betrachtet, genau wie wenn the die Sonne rays scheint, are the very radiance of the sun. Sind doch die Strahlen die Ausstrahlung der Sonne. Are not separate from also die Strahlen und das Licht in the same sind nicht getrennt manner, von der Sonne. Whatever rises, und genauso ist, was immer entsteht, as in that state of unity. Man erkennt es in diesem Zustand der Einheit. Right? And there's not really, there's a connectedness. Es gibt eine Verbundenheit, ein Verständnis. Then there's no longer this disconnectedness. Es gibt keine Nicht-Verbundenheit. And then less and less the thoughts can distract you. Und dann können einen Gedanken nicht mehr ablenken.
And when you remain that way, what happens? Und wenn man auf diese Art und Weise verbleibt, was geschieht? You have the mind under control. Hat man langsam den Geist im Griff. Under control in a good sense. Also unter Kontrolle im guten But Sinne. Also your perception under control. Man hat gleichzeitig auch die Wahrnehmung unter Kontrolle. Your perception under control. You know perception. Die eigene Wahrnehmungsweise. When you have your perception under control, hat man die eigene Wahrnehmung unter Kontrolle, then you have fear under control. Hat man auch Furcht unter Kontrolle. Anxiety, Sorgen, Depression, all Depression, these things under control. All das. Because it's all perception. Denn das alles sind Wahrnehmungsweisen. Because otherwise, ordinarily, denn gewöhnlicherweise biggest problem we have ist doch das größte Problem is with ourselves, with our mind. Das größte Problem haben wir doch mit uns selbst, mit unserem Geist. Like, for example, when you get depressed. Zum Beispiel, wenn man depressiv wird. I mean, you know, somebody looks at you, he probably know what's going on. Jemand schaut einen an und weiß vielleicht gar nicht, was los ist. It's very personal. Weil es ist doch eine ganz persönliche Sache. Das läuft doch nur in einem selber ab. You understand? You understand? It's like you're going on this, the stories. Also da in einem selbst laufen so Geschichten. Stories. Geschichten. And that could be triggered by, you know, because somebody said this. Or das könnte ausgelöst sein, weil irgendjemand irgendwas gesagt hat oder man hat selber irgendwie was getan oder jenes getan und dann sagt man, ich bin so, ich bin negativ, ich bin schlecht, dann geht das immer so weiter und weiter and you separate yourself. Und dann unterdrückt man sich nur selber. Because when we really, do you know what I'm saying? Verstehen Sie, was ich sage? Really? It's very important when you're not depressed. Es ist ganz wichtig, wenn man nicht deprimiert ist. When you're happy. Wenn man glücklich ist. You should really see how you could become depressed. Dann sollte man wirklich sich mal anschauen, wie man deprimiert wird. It's like during in the light, you know? It's like when you come to the place during in the when there's a light, you should see where everything is so that even in the darkness you can walk. Also es ist so wie dass man wenn Licht an ist, dass man sich genau anschaut, wo alles ist, so dass, wenn das Licht aus ist, man immer noch gehen kann. If you see everything in the light and in the darkness, you can find things. So that when you know things in the light, then even when you get depressed, you know where things are. You know where your mind is. It's just getting depressed. You just have to switch on the light. Also, dass man eben sich im Licht alles genau betrachtet, um sich dann eben im Dunkeln zurechtzufinden. Und das Gleiche eben auch, wenn man deprimiert ist, also wenn man glücklich ist, sich alles betrachtet, sodass, wenn man deprimiert ist, man weiß, wo alles ist, wo der Geist ist. Aha, man ist deprimiert, die Sachen sind da, der Geist ist da. Man braucht also nur das Licht anknipsen. Actually, it's as simple as that. Tatsächlich ist es so einfach. If only you know your mind. Wenn man nur den eigenen Geist wirklich kennt, ihn wirklich von ihm Besitz ergriffen hat, ihn wirklich versteht, not be distracted, und sich nicht lost, ablenken lässt, then you'll be happy. Dann wird man glücklich sein. Happiness really comes when you understand the mind. Glück entsteht wirklich, wenn man den eigenen Geist versteht. In fact, Buddha said, Buddha sagte, in one of the most important teachings, in einer der wichtigsten Belehrungen, it's the, really the scripture from this, it's called Dhammapada. In einer Schrift, which is really the one of the most important scripture, basic scripture, die man Dhammapada nennt, das ist eine der wichtigsten grundlegenden Schriften, which is the basis of all Buddhism. Die Basis des ganzen Buddhismus. Really. In that Buddha said, darin sagt Buddha, we are what we think. Wir sind, was wir denken. All that we are arises with our thoughts. Alles, was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken. With the thoughts we make the world. Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt. Speak or act with impure mind and trouble will follow you, as the wheel follows the ox that draws the cart. Sprich oder handle mit einem unreinen Geist und Schwierigkeiten werden dir folgen, wie ein Rad dem Ochsen folgt, der den Karren zieht. We are what we think. All that we are rises with our thoughts. With our thoughts we make the world. Speak or act with a pure mind and happiness will follow you as your shadow unshakable. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt. Sprich oder handle mit einem reinen Geist und Glück wird dir folgen als deinen Schatten. Unerschütterlich.
Look how he abused me and beat me, how he threw me down and robbed me. Live with such thoughts and you live in hate. Seht, wie er mich beschimpft hat und geschlagen, mich niedergeworfen und ausgeraubt. Lebe mit solchen Gedanken und du lebst im Hass. Look how he abused me and beat me, how he threw me down and robbed me. Abandon such thoughts and you live in love. Schau, wie er mich beschimpfte und schlug, mich niederwarf und beraubte. Lass diese Gedanken hinter dir und du lebst in Liebe. In this world, hate never yet dispelled hate. Only love dispels hate. This is the law, the ancient and exhaustible. In dieser Welt wurde Hass nie von Hass vertrieben. Nur Liebe vertreibt den Hass. So ist das Gesetz, uralt und unerschöpflich. In fact, another translation says, the fire cannot destroy fire, anger cannot destroy anger. It is only through love. In einer anderen Übersetzung heißt, Feuer kann Feuer nicht zerstören, Wut nicht durch Wut, nur Liebe. See, the most important thing is we need to conquer our own mind and our own perception. Das Wichtigste ist, wir müssen unseren eigenen Geist und unsere eigene Wahrnehmung bezwingen. There's a beautiful Tibetan word, Rang Nang, Rang Nang. Es gibt ein wunderschönes tibetisches Wort. Rang Nang Wang Di. Yena Srichne. It's incredible. Rang Nang Wang Di Yena Srichne. Rang Nang, Rang is self. Rang heißt selbst. Nang is perception. Nang heißt Wahrnehmung. But actually also appearance, because you see, aber gleichzeitig auch Erscheinung. You, it's actually the how you perceive. Sometimes you see, the appearance is very much connected with how you perceive. Like, you know, in Nang, word Nang in Tibetan can be both perception as well as appearance. Also Erscheinung ist, liegt auch sehr daran, wie man wahrnimmt. Also dieses Wort Nang auf Tibetisch kann beides bedeuten, Wahrnehmung oder Wahrnehmungsweise und Erscheinung. Like for example, if you are paranoid, zum Beispiel, wenn man eine Paranoia hat, appearance will appear differently. Dann erscheinen einem die Dinge anders. So, Rang Nang is one's perception. Rang Nang heißt also die eigene Wahrnehmungsweise. That you have the power over, you're the master of your own perception. Rang Du heißt, dass man die Kraft darüber hat, dessen fact, Herr ist. I never forget, you know, Karmapa, the 16th Karmapa. Ich vergesse nie, wie der 16. Karmapa. He was extremely powerful master. Er war ein wirklich außergewöhnlicher Meister. Really great. Wirklich incredible, ein großer incredible Meister. Presence. Er hat eine unglaubliche Präsenz. Magnetism. Unglaubliche Magnetismus. I mean, not just ordinary charisma, magnetism. That all the great masters, even the great masters, such as Thingu Khyentse Rinpoche, and everybody would just be, you know, naturally pay homage to him. Also er hatte nicht einfach nur Charisma, sondern so auch selbst die großen Meister, selbst Thingu Khyentse Rinpoche wurde, hat eine große Ehrfurcht vor ihm, von ganz why? Allein. Warum? Why? I mean, why? Warum? People were naturally like, why? Warum fühlten sich die Leute so zu ihm hingezogen? Ein Meister sagte immer, that because he has his mind under control. Weil er seinen Geist im Griff because hat. Right now only, if you have the master your own perception, then you can even subjugate. Not subjugate, not a good word. Then you have even the perception of others under control. Es heißt, wenn man die eigene Wahrnehmungsweise gemeistert hat, hat man sozusagen auch das, die äußere oder die andere, die Wahrnehmungsweise der anderen, ja, unterworfen ist nicht gut, aber im Griff gezwungen. Then if you have your mind and your perception under control, hat man die eigene Wahrnehmungsweise unter Kontrolle, fear, everything is under control. Ist auch die Furcht bezwungen. Angst, all the angst. Alle Angst. And then what happens, even things that may normally cause fear, und dann no können longer, selbst, you know, because once you have the fear under control, an example of how how you have your perception under control, how you have the appearance under control, is because if you have the fear under control, then even though whatever normally would trigger fear, you no longer will cause that fear. Also zum, ein Beispiel dafür, wie, wenn man die eigene Wahrnehmungsweise bezwungen hat, man auch die Erscheinung bezwungen hat, ist, dass wenn etwas
Wenn man zum Beispiel die eigene Angst überwunden hat, kann etwas, das normalerweise Angst auslösen würde, wird dann keine Angst mehr auslösen. Do you understand? Verstehen Sie? So really, the most important thing. Da ist das Wichtigste. For you have your mind under control. Den eigenen Geist unter Kontrolle zu haben. Now, here control is used in a good way. Aber hier Kontrolle jetzt im positiven Sinne. What I mean is, you conquer. Also ihn bezwungen zu haben, gemeistert zu haben. The master. Because actually the world just is, you see, it says here, you are what you think. We are what we think. All that we are rises with our thoughts. With our thoughts we make the world. Wie es eben hier heißt, wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus den Gedanken. Aus unseren Gedanken schaffen wir die Welt. That's why when you to begin with, we should therefore, you see, therefore, you should speak and act with pure mind. Darum sollte man zu Anfang mit reinem Geist handeln. That's the practice. That's das ist die Praxis. Das ist der Weg. Because first you work with what you abandon, the impure thoughts. Denn was legt man als erstes Speech ab? Unreine Gedanken, unreine Sprache und Handlung. And adopt the pure. Und nimmt thoughts, reine Gedanken, Sprache und Handlung then ein. While, nach einer Weile, through having practiced that, wenn man das geübt hat und das zur Vollendung gebracht hat, wisdom of discernment, durch die Weisheit der Unterscheidungsfähigkeit, what to adopt and what to abandon, also wenn man weiß, was es aufzunehmen gilt und abzulegen gilt, you become the master of your own mind. Dann wird man zum Meister des eigenen Geistes. Then you see, you no longer have to abandon anything. Und dann muss man auch nichts mehr ablegen. You no longer have to abandon negative things. Dann muss man auch negative Dinge nicht vermeiden. The negativity doesn't exist. Weil das einfach gar nicht mehr existiert. You no longer have to adopt positive things. Und man muss auch positive Dinge nicht speziell already, annehmen. You're already there. Weil man schon da ist. So then you reach the level of, like a, as you say, like a, as you say, where you already accomplished. Dann ist man zu der Ebene gelangt, wo das alles zur Vollendung gebracht ist. Very being in that. Wo einfach man really so ist. You become the very embodiment of that. Man wird zur Verkörperung dessen. That's how when you see great masters, und wenn man große Meister great sieht, practitioners, wirklich große Praktizierende, die ihren really, Geist gezwungen haben. Really what I wanted to say is, und das wollte ich wirklich sagen. Most important thing, das Allerwichtigste. Look after your mind. Schauen Sie gut nach Ihrem Geist. Protect your mind. Schützen Sie Ihren Geist. You understand? Verstehen Sie? Because trouble in this modern days, denn das Problem heutzutage really in der modernen Welt ist, too much, dass wir zu viel denken. Too much and really, zu there's viel so denken. Much erosion. Und so viel Verwitterung. So much erosion. So viel like sometimes you see, we Zerstörung. Have plundered the natural resources, you say, in the earth, you know? Also wir haben ja sehr viel with the Mother Earth, we just plundered them, we plundered these natural resources, we destroyed the natural environment. In some ways, we've done that with our mind. We destroyed the natural environment of our mind. We, you know, brought all negative thoughts. Also polluted our mind with all kinds of negative thoughts. Genau wie wir quasi alle die Quellen der Erde geplündert haben, die Erde ausgeraubt haben. Genau das Gleiche haben wir mit unserem Geist auch gemacht. Also wir haben so viele negative Gedanken darin. So we poison our mind sometimes. Das heißt, wir vergiften unseren so Geist what we manchmal. Need now to purify. Was müssen wir tun? Wir müssen ihn reinigen. Mm-hmm. Purify. Really protect your mind. Wirklich reinigen und den Geist schützen. Because the mind is the most important thing. Denn der Geist ist das Allerwichtigste. When I say mind is the heart, same thing, huh? Also wenn ich jetzt hier von Geist spreche, spreche ich gleichzeitig auch von Herz, das ist dasselbe. And particularly now, und besonders heutzutage. We live much longer. Heutzutage lebt man ja länger. You live much longer. Wir leben ja länger. And the jobs are also not so secure. Aber die Arbeitsstelle ist nicht so gesichert. It seems that now the baby boomers now. Und der Babyboom. Oh, baby boomers, you know. All die, die all live much longer. People live much longer. Also da gibt's den Babyboom und die leben auch noch länger. Much longer. You live much longer. And also the jobs are less secure. Aber die Arbeitslage ist nicht so sicher. So there's a long period where you've got nothing to do. Es gibt also einen langen Zeitraum, wo man dann später then nichts mehr zu tun living hat. With your mind. Und da lebt man dann nur noch mit dem eigenen Geist. And also
It has been said. Und es heißt außerdem noch. Research has shown now. Also die Forschung zeigt. That the more and more the Alzheimer's disease. Dass es mehr und mehr Alzheimer-Krankheiten gibt. It is becoming more and more prevalent. Dass das also häufiger auftritt. So, what does it mean? Was heißt das? Losing mind. Also den Verstand zu verlieren. And the most important thing is really come to realize your true nature. Be in touch with your fundamental nature. Das Wichtigste ist wirklich, die eigene wahre Natur kennenzulernen, damit in Kontakt and zu sein. To realize the nature of your mind. Also die Natur des eigenen Geistes if zu erkennen. In touch with the essential nature of mind, ist man mit der essentiellen Natur des Geistes if in really Kontakt, secure in the nature of mind, ist man darin sicher, and it doesn't matter what happened to your mind, dann macht you're es okay. Nicht so sehr, was mit dem Geist an sich like geschieht. For example, when you die, zum Beispiel, wenn man stirbt, you may die in pain, kann sein, dass man voller Schmerzen you may stirbt, die all kinds of ways, oder auf alle möglichen but Arten und if Weisen. You really know your mind, aber wenn man den eigenen Geist wirklich wirklich kennt, wirklich sicher in der Natur des Geistes ruht, dann ist das die letztendliche Garantie. Like sometimes when you see people die, manchmal, wenn man really jemanden sieht, der auf vielleicht traumatische Art und Weise really, stirbt, it just is a reminder for me, dann kann einen das wirklich erinnern. I must stabilize my mind. Ah, I ich must stabilize muss meinen mind. Geist stabilisieren. Ich muss die Natur meines Geistes but stabilisieren. What if I die this way? Was wäre, wenn ich auf solch eine Art sterben würde? Then what is my refuge. Was wäre dann meine Zuflucht? Nature mind. Die Natur des Geistes. Is that clear? Ist das klar? Really. So keep your mind pure. Also halte deinen Geist rein. In fact, advice by the masters when someone is dying or at the moment of death, the really essential advice is. Der essentielle Rat des Meisters für jemanden, der im Sterben liegt, ist. In fact, this advice for the moment of death is often the best advice also in life. Tatsächlich ist der Rat für den Moment des Todes auch der beste Rat fürs Leben selbst. Which is what? To forget all the stories of attachment aversion. Das heißt also alle Geschichten, alle Anhaftungen, alle Ablehnungen, Abneigungen zu vergessen. Because alle Geschichten zu vergessen. We've got too many stories. Denn das ist das Problem. Wir haben zu viele too Geschichten much history. Ablaufen. History, you know, stories. Also Filme no ablaufen, use. Unsere no Geschichte. Use. Das nützt all gar nichts. Stories. Alles sinnlos. Really. No use. Wirklich sinnlos. That's where we delude ourselves. We have so many stories. Dann verschmutzen wir uns quasi. Wir haben so viele Geschichten in uns. And we get stuck. Und da bleiben wir drin stecken. Not only we get stuck in the dreams, also we dream them again and again. Und dann nicht nur, dass wir auch tagsüber drin stecken, wir träumen sogar noch davon und bleiben darin stecken. Don't it's like sometimes we can't sleep. Manchmal können wir nicht mal schlafen. The stories. So viele Geschichten laufen ab. To finish with stories. Also diese Geschichten hinter uns lassen. When you die, you have to finish with stories. Wenn wir sterben, müssen wir diese Geschichten hinter uns lassen. To let go of attachment aversion is actually finishing with stories. Das heißt also, Anhaftung und Abneigung loslassen bedeutet, diese and Geschichten abzuwerfen. Keeping your heart and mind pure. Der ist Herz und Geist reinzuhalten. And uniting your mind with the wisdom mind of the Buddhas. Und den Geist zu vereinen mit dem Weisheitsgeist der Buddhas. And the rest in the nature mind. Und in der Natur des Geistes zu wohnen. So, that's the essence. Das ist die Essenz. As you know that in the Buddhist teachings, wie es ja in den buddhistischen Lehren heißt, that regardless who we are, we all have the Buddha nature. Egal wer wir sind, wir haben alle Buddha Natur. And that in fact that Buddha nature. Und diese Buddha Natur? That Buddha nature in all of us. Diese Buddha Natur in uns allen. That existed in all of us is sometimes known as the primordial Buddha. Diese Buddha-Natur, die in uns allen existiert, nennt man manchmal auch den ursprünglichen Buddha. Primordial Buddha is not the first Buddha. Also der ursprüngliche Buddha ist nicht der erste Buddha, it's the Buddha in all of us. Sondern der Buddha in uns allen. And interesting that the name of that und das Interessante ist, dass dessen Name in Sanskrit called Samantabhadra. Auf Sanskrit Samantabhadra lautet. In Tibetan is Kuntusampo. Auf Tibetisch Kuntusampo. And it's very interesting when you take the word Kuntusampo. Und nimmt man jetzt mal dieses Wort Kuntusampo. Kuntu meaning always. Kuntu heißt immer. Sampo means well. Sampo heißt gut. Or good. Gut, wohl. Always good. Immer gut. Unchanging goodness. Unveränderliche Gutheit. That unchanging, that always good. Dieses Unveränderliche, immer Gute nature, ist unsere Natur and nature of all the Buddhas. Und die Natur aller Buddhas. In fact, as Buddha said, wie Buddha selbst sagte, actually all sentient beings, all of us, we are Buddhas.
Wir alle fühlenden Wesen sind Buddhas. But yet we are temporarily obscure. Doch sind wir vorübergehend verdeckt. Want the obscuration to be removed, we are Buddha indeed. Ist diese Verdunklung einmal entfernt, sind wir tatsächlich Buddha. So therefore the very important thing is, it is the ground is, you know, the Buddha nature. Darum ist es ganz wichtig, der Grund ist die Buddha-Natur. Because we have the Buddha nature, weil wir eben diese Buddha-Natur besitzen, there is hope. Darum gibt es Hoffnung. I remember this great master called Trichy Rinpoche. Ich erinnere mich, wie dieser große Meister Trichy Rinpoche sagte, when he was teaching recently in San Francisco, I was translating for him. Vor kurzem in San Francisco lehrte, habe ich ihn übersetzt. And he was teaching on the nature mind. Und er lehrte über die Natur des Geistes. And he was saying that, you know, all about nature mind and in the practice of nature mind is, the point of it is to really to realize the Buddha nature in us, because the nature mind is the way. Realize the nature mind is the way to awaken the Buddha in us. Also all diese Praxis über die Natur des Geistes, es geht darum, den Buddha in uns zu erwecken. All dieses Natur des Geistes erweckt den Buddha in uns. To awaken the Buddha in us. Um den Buddha in uns zu erwecken. And that what is quite incredible is, und das Unglaubliche daran, that on the, you see, you might say, but okay, if you have the Buddha nature, Sie sagen jetzt vielleicht, okay, ja, wenn ich doch Buddha Natur habe, you know, and sometimes we have a problem, okay, I have Buddha nature, manchmal haben wir ein Problem, wir sagen, ich habe Buddha Natur, then you say, but what's wrong with me? Aber was ist denn dann falsch mit mir? On the relative level you have all this negativity, denn auf der relativen Ebene haben Sie doch all diese Negativität und Probleme und mit dem Geist. And I think, you know, here a very good example. Ich glaube, hier ist ein sehr gutes Beispiel. Also ich benutze hier immer zwei Beispiele. One, the example of sky and the clouds. Einmal das Beispiel mit dem Himmel und den Wolken. You see the sky. Also der Himmel. You know, when it's clouded. Wenn es bewölkt ist. We always say sky is clouded. Dann sagen wir doch immer, der Himmel ist bewölkt. And we think the sky is clouded. Und wir denken, der But Himmel ist bewölkt. But if you take a plane. Aber nimmt man mal ein Flugzeug, und fliegt über die Wolken hinweg, dann erkennt man, es ist ein unendlicher Himmel, never, ever touched by the cloud. Der nie von den Wolken berührt wurde. Clouds are just below. Die Wolken hängen nur da unten. I mean, from down there you think the clouds are up there. Von unten denkt man natürlich, die Wolken sind da from oben. Up there, clouds are down there. Aber von oben denkt man, die Wolken sind da unten. Old cloud, they don't belong anyway. Aber die armen Wolken, die gehören eigentlich nirgends hin. They ridiculously hang in the between. Die hängen da irgendwie ganz lächerlich in der Mitte. I remember Dingo Kenzo used to say, ich erinnere mich, wie Dingo Kenzo immer sagte, clouds depend on sky non-dependently. Die Wolken hängen vom Himmel unabhängig ab. And that really, that actually the sky is never ever touched by the clouds. Und der Himmel ist tatsächlich nie von den Wolken berührt. In fact, when you come on Concorde, wenn man mal mit der Concorde fliegt, it, since it goes very high, dann geht ja sehr hoch, the sky is even more blue. Da ist der Himmel noch blauer. Even more blue. Noch blauer. And there's less turbulence. Und auch weniger Turbulenzen. Normal planes, you have turbulence. Mit einem normalen Flugzeug muss man immer durch Turbulenzen fliegen. So, if you go deeper and deeper into the sky like nature of your mind, geht man also tiefer und tiefer in die himmelsgleiche Natur des eigenen more Geistes, more profound, ist immer tiefgründiger Blau and less turbulence. Und weniger Turbulenzen. Really? Wirklich. So that you see, even though the sky is clouded, obwohl der Himmel also bewölkt the clouds ist, actually never stain the sky. Können die Wolken den Himmel nie beflecken. Just as another example is the mirror and reflection. Es gibt noch ein weiteres Beispiel, das ist der Spiegel und seine Reflexion. But mirror is like the nature mind. Also sagen wir mal, der Spiegel nature. Entspricht unserer grundlegenden Natur Ground des Geistes, also dem Grund unserer Buddha-Natur. And it reflects all kinds of things. Und es spiegelt mirror. Alles Mögliche wieder, ein Spiegel. But incredible thing, aber das Unglaubliche ist, is the reflections never, ever dirty the mirror. Dass die Reflexionen niemals den Spiegel beschmutzen. In the same manner, all kinds of things appear in the mirror of the nature mind. Auf gleiche Art und Weise erscheinen alle möglichen Dinge im Spiegel der Natur des Geistes. Ultimately, it never stain our mind. Doch letztendlich können sie niemals unseren Geist, unsere Buddha-Natur beschmutzen. Really that, wenn man das wirklich erkennt, you go
through the practice when you really, durch die Praxis gehen, also das wirklich zu erkennen. Ironical. In one way, if you really realize, einerseits, wenn man das wirklich erkennt, it's just such a great leap. Ist wirklich solch ein großer Sprung. And you know, you really, as you say, it's a, I mean, there were few people in history. Es gab einige wenige Menschen in der Geschichte. Und denen ist was geschehen. One was called Garab Dorje. Einen nannte man Garab Dorje. He was the first human Dzogchen Master. Er war der erste menschliche Dzogchen Meister. He just received only one teaching. Er erhielt nur eine einzige Belehrung. From Vajrasattva. Von Vajrasattva. It is said when he first sat down. Es hieß, als in dem Moment, wo er sich hinsetzte, um die Lehren zu empfangen, war er ein gewöhnliches Wesen. When he finished the teaching and he got up. Am Ende der Belehrung, als er aufstand, he was a Buddha. War er ein Buddha. If you really realize, wenn man es wirklich erkennt. But with us, das Problem mit uns ist, wir erkennen ein bisschen, wenn man solch eine kraftvolle Belehrung erhält, there is something we need to purify, aber wir müssen noch etwas reinigen, in order for us to realize fully. Um es vollständig zu erkennen. As a result, we need to receive teachings, als Resultat müssen wir Lehren empfangen und reinigen und praktizieren, in order to realize, um zu erkennen, that our true nature is never ever stained. Dass unsere eigene wahre Natur nie beschmutzt wurde. In fact, it is extraordinary is when we actually come into touch with our Buddha nature. Das Außergewöhnliche ist, kommen wir wirklich mit unserer Buddha Natur in Kontakt. Come to glimpse that through practice. Und erhalten einen Einblick durch die Praxis. I spoke here tonight. Zum Beispiel, ich habe heute Abend hier basic practice, von der grundlegenden Praxis gesprochen. Of the bring the mind home. Das heißt, den Geist heimzubringen. The settling mind in the state of calm abiding. Den Geist sich zu setzen zu lassen durch im Zustand ruhigen Verweilens durch Shamatha. You know, Shine in the oder Shina, das ruhige Verweilen. Then you see after this one-pointedness, aber nach dieser Einsgerichtetheit, of the really of established, wenn das erst einmal etabliert ist, naturally it leads to the next level, dann führt das ganz automatisch zur nächsten Ebene, Vipassana, nämlich Vipassana, of clear seeing, das heißt dem klaren Sehen. From this, like just with camera, for example, zum Beispiel auch wie mit der Kamera. If the camera is in focus, ist die Kamera ausgerichtet, the picture is clear, dann ist das Foto scharf. If the mind is in focus, ist der Geist ausgerichtet, in the state of mindfulness, im Zustand der Achtsamkeit, then the clear insight, dann erscheint klare Einsicht Vipassana des Vipassanas. Dawns. Then the entangled mind is gone. Dann ist dieser verwickelte Then Geist gegangen. Mind becomes more prajna. Der Geist wird mehr zu Prajna. Mind becomes more wisdom. Zu Weisheit. You understand? Verstehen Sie? And then you go beyond the mind. Und dann geht man über den Geist hinaus. Kommt zu einem Zustand der sogenannten Nicht-Meditation. Really, das heißt, dass man überschreitet den Geist. Shunyata, man erkennt Shunyata oder Mahamudra Dzogchen. So, when you go through that and when you reach to have a glimpse of geht man also dort durch diese Stufen und hat einen Einblick in die Buddha Natur. In that glimpse, in diesem Einblick, just as, for example, light. Genau wie zum Beispiel Licht. Bring a light into wenn man darkness, Licht in Dunkelheit bringt, even the darkness may be there for centuries, dann kann diese Dunkelheit Jahrhunderte da gewesen sein. Of light kann nur ein Moment von Licht can remove the darkness of eons, kann die Dunkelheit von Äonen entfernen. When you really see the light, wenn man wirklich das Licht sieht, and can remove, purify everything, kann das alles reinigen. Even a glimpse. Nur durch einen Einblick. It's interesting. In, all the Dzogchen, in allen Dzogchen und in höchsten Belehrungen der Bekenntnis, immer wenn wir bekennen, we have to return, remind müssen wir, ourselves of our fundamental goodness. Wir müssen zurückkehren und uns erinnern an unsere grundlegende Gutheit. In der Erkenntnis dieser Gutheit bekennen wir. We have to just simply just saying, you know, einfach zu sagen, einfach es anzuerkennen, die negativen Dinge, die wir getan haben, ist nicht unbedingt die volle Heilung. Aber es ist ein Erkennen dessen, was wir sind. Und auch zu erkennen, dass das nicht ist, was wir wirklich auf grundlegender Ebene sind. Nur in der Verwirrung sind wir so geworden. Es gibt einige sehr amüsante und inspirierende Lieder von großen Meistern, großen Mahasiddhas wie den Yogis wie Milarepa. Unglaubliche Lieder, spontane Lieder, die aus ihrer Erkenntnis entstanden sind. Lieder, die beschreiben, wie zum Teufel bin ich so geworden? Aus dem, was ich wirklich bin, zu dem,
In welchen Zustand bin ich da hineingerutscht? Exactly. Und das ist genau unsere Geschichte. Was ist mit uns nur schiefgelaufen? Was ist mit uns schiefgelaufen? Es ist sehr wichtig, unsere grundlegende Natur hat diese unveränderbare Gutheit. Aber auf der relativen oder auf der Erscheinungsebene von Yinang, so wie wir in der grundlegenden Praxis der Meditation, wenn wir wirklich durch die Praxis oder wenn wir Schritt für Schritt uns in der Meditation üben und den Pfad vervollkommen, in den Pfad der Yogas, dann zu dem Punkt des höchsten Verständnisses kommen. Wenn wir die Natur des Geistes erkennen, wenn wir dann unerschütterlich in der Natur des Geistes verweilen, dann können wir natürlich nicht immer in diesem Zustand dieses Friedens verweilen. Nicht die ganze Zeit. Es wird immer etwas geben, was entsteht, eine Bewegung, etwas, was sich verändert, eine Welle. Ein Ozean ist nicht immer still. Es gibt immer mal wieder Wellen. In diesem Entstehen gibt es entweder Verwirrung oder Befreiung. In diesem Entstehen. Wenn das, was entsteht, kommt, wenn wir es einfach nur uns tragen lassen und uns wegtragen lassen und zur Beute werden, so wie normalerweise als etwas außerhalb von uns sehen und was das Schlimmste ist, daran festhalten, dann wird es zu Verwirrung. Dann wird es zu Samsara oder dem, der Wurzel von Samsara. Wie der große Meister namens Tilopa sagt, das Problem, sagt er, sind nicht die Erscheinungen, sondern das Greifen. Mein Meister hat immer gesagt, das Problem ist nicht das Denken, sondern das hinter dem Gedanken Nachdenken. Wenn etwas entsteht und wenn wir sofort es erkennen und zurückkehren zum Grund, wenn wir zum Gewahrsein zurückkehren, wenn wir zum Gewahrsein unserer wahren Natur zurückkehren, das nennen wir der Natur des Geistes erkennen, nicht nur einen Funken haben, sondern wenn wir wirklich die Natur des Geistes erkennen, dann wissen wir, wir sind. Wir wissen, denn die Natur des Geistes wird zu dir. Wenn es zu dir wird, dann gibt es ein Gewahrsein deiner selbst, das mit der Natur des Geistes kommt und das dich befreit. Es ist nicht nur eine Erfahrung, die Natur des Geistes, sondern die wahre Erkenntnis der Natur des Geistes ist vollständig, voll. Eine vollständige Art von Gewahrsein. In dieser Vollkommenheit erkennt man, wenn was entsteht, entsteht, dann können wir erkennen, dass was entsteht gar nichts an sich Falsches ist, sondern es ist einfach nur. Zum Beispiel aus dem Licht hier kommen Strahlen heraus. Diese Strahlen kommen vom Licht. So wie alles, was aus dem Zustand des Geistes, vom ursprünglichen Natur des Geistes entsteht, ist seine eigene Strahlung, seine Selbststrahlung, seine Weisheitsstrahlung. Und wenn wir es als solches erkennen und es nicht nur immer dualistisch in Subjekt und Objekt einteilen, sondern auf eine non-duale Art und Weise erkennen, wenn wir mit dieser Erkenntnis verweilen können, dann wird das, was entsteht, sich selbst befreien während des Entstehens. Und dann gibt es wirklich Befreiung. So you see, therefore, being in touch in that way is really, I realize, that's the most important thing. Und so mit sich in Verbindung zu stehen, das ist das Wichtigste. Das kann auf einer einfachen Ebene gesehen werden, aber auch, wie ich gezeigt habe, auf einer sehr tiefgehenden Ebene. Wenn wir über eine tiefgehende Belehrung sprechen, dann ist es nicht unbedingt so, dass es eine einfache Art von Belehrung gibt und eine andere Belehrung ist sehr tiefgehend. Das ist das Gleiche. Wenn wir es tiefer verstehen, wenn es tiefer gezeigt wird und wir es tiefer erkennen, dann wird es umso tiefgehender. Und demzufolge, wenn wir dann so werden, dann wird jede Aktivität, alles, was wir manifestieren, wird gut, weil du gut geworden bist.
was auch immer du dann manifestierst, was auch immer, dann ist deine Motivation wirklich rein. Wenn wir über Motivation sprechen, wir sagen immer, wir sollten eine reine Motivation haben, aber manchmal wissen wir gar nicht, was zum Teufel eine gute Motivation eigentlich ausmacht. Eine reine Motivation bedeutet nicht, zu versuchen, gut zu sein. Das zu versuchen kann manchmal eine Fälschung sein. Eine reine oder gute Motivation zu haben bedeutet, wirklich mit sich selbst in Kontakt zu treten. Like for example, when you smile. Zum Beispiel, wenn really du lächelst, wenn es wirklich aufrichtig ist, dann kommt es warm herüber. Sonst ist es so. And like, oder hello. Oder so. And then you, it's like a puppet, you know, the control. Es wird so eine Marionette mit der Kontrolle. And like you smile and you. Und dann lächelst du und gleichzeitig machst du dir Sorgen, aber vielleicht war das jetzt nicht richtig zu lächeln. Vielleicht hätte ich nicht lächeln sollen. Vielleicht habe ich da wirklich einen Fehler gemacht. Was denkt er jetzt von mir oder was denkt sie von mir? All diese Gedanken, es gibt wieder Geschichten, Geschichten und Geschichten. Sometimes you see, when we really come into touch ourselves. Wenn wir wirklich mit uns selbst mehr, tiefer in Verbindung treten, in der Natur des Geistes, dann können sich die Geschichten auflösen. Und es gibt keinen Geschichtenerzähler mehr. Es gibt keinen Geschichtenerzähler mehr. Because there is no history. Weil es keine Geschichte gibt. And that we experience momentarily. Und das können wir in Augenblicken auch erfahren. Wenn wir das erfahren. The trouble is, it will not stay too long. Das Problem ist aber, dass das nicht so lange anhält. Wir fallen zurück in unsere Geschichten und in unsere Geschichte. Zum Beispiel, wenn ihr heute geht und nach draußen tretet, kommen die Geschichten zurück. Das kann passieren. Und deshalb müssen wir praktizieren. Is actually remaining in that. Praxis as much as possible, so weit wie möglich darin zu verweilen und diesen Aspekt unseres Selbst zu stärken. And then, you know, that like having a glimpse of that and really davon einen Funken zu erhaschen, eine Erfahrung dessen zu machen, das wird mit der Sicht bezeichnet. Abiding by that. Darin zu verweilen. And practicing is und das zu praktizieren meditation. Wird mit Meditation bezeichnet. Integrating it, putting into action, und es zu integrieren und in die Tat umzusetzen im täglichen Leben, das bezeichnen because wir mit Handlung. Meditation, action, then denn mit Sichtmeditation und Handlung, was wir dann mehr und mehr bekommen, ist, dass unser Wesen sich verändern wird. You know, there is like, how would du wirst nicht mehr unbedingt dich nur so fühlen, wenn du praktizierst und im täglichen Leben bist du wiederum anders. In many ways that, you know, you can integrate auf viele Arten und Weisen kannst du das integrieren und dich selbst einbringen, was auch immer du tust. Und diese Integration kommt durch die Kraft der Praxis. Und wenn wir integrieren, werden wir zur Verkörperung dessen. Und das kommt deshalb, weil wir bestimmte Gewohnheitsmuster durchschneiden, durchschnitten haben. Wir haben das gewohnheitsmäßige Selbst durchschnitten. Und deshalb braucht es manchmal so lange, um dieses warme, wunderbare Gefühl der Präsenz des Geistes, der Natur des Geistes zu erfahren. Das ist, kann erfahren werden. Warum ist es aber so schwierig, das die ganze Zeit hindurch zu erfahren? Wegen unserer Gewohnheiten. Wegen der Gewohnheiten. Deshalb, wenn wir wirklich in Retreat gehen, ich möchte das euch allen empfehlen, wirklich in Retreat zu gehen. Für 3 Jahre zum Beispiel. 3 months and 3 days. No. 3 Jahre, 3 Monate und 3 Tage. Es ist auch gut, einfach ein kurzes Retreat zu machen, ein Wochenende oder eine Woche oder ein Tag. Einfach sich in eine schöne Landschaft zu begeben, in die Natur und ganz still einfach in der richtigen Umgebung zu verweilen. In the kind of environment, then
In der richtigen Umgebung, wo es keine Ablenkung gibt, da ist es einfacher. Und dann brauchen wir die Belehrungen. Die Belehrungen sind sehr wichtig. Die Belehrungen erinnern uns an die Sicht. Natürlich, wenn du ein guter Praktizierender, eine gute Praktizierende bist, der oder die die Sicht verkörpert, und wenn du dann einfach sitzt, dann kannst du es wachrufen und dich selbst inspirieren. Das wird damit bezeichnet, die Sicht in sich zu tragen. Wenn aber nicht, dann brauchst du die Belehrung, wirklich sich die Belehrung anzuhören. Die direkteste Art von Belehrung ist natürlich die kraftvollste, aber einfach sich auch nur eine Kassette anzuhören, ist so kraftvoll, so machtvoll, besonders wenn du die Belehrung schon selbst erhalten hast und es dir dann noch einmal selbst anhörst, dann bringt es dieses Gefühl zurück, die Erfahrung. Fast die Erinnerung an all das. Und dann integrierst du das und verweilst in dieser Sicht, die Meditation ist. Und dann versuchst du das zu integrieren während deines Retreats, nicht nur in den angemessenen Sitzungen der Praxis, sondern auch während du isst, schläfst, läufst, gehst. Nicht nur in der Praxis, natürlich brauchst du auch richtige Sitzungen in der Praxis, sondern auch während des Gehens, Schlafens, Essens, während der ganzen 24 Stunden Realität, dass diese ganzen 24 Stunden erfüllt sind, durchdrungen, dass du wirklich in eine andere Art von Umgebung eintrittst. Das ist auch eine Umgebungspraxis. Das ist Retreat, eine Umgebungspraxis, wo man wirklich in eine andere Umgebung eintritt. Und was dann geschieht, wenn du ein paar Tage praktizierst oder sogar noch länger, dann verwandelt sich etwas wirklich tiefgründig. Etwas wird bewegt und verändert sich, ganz tiefgründig. Die Gewohnheiten verändern sich, die Ausrichtung verändert sich. Und was dann danach geschieht, wenn du zurückkommst, zum Beispiel in die Städte, wenn du weiter das aufrechterhältst, jeden Tag zu praktizieren, zum Beispiel am Morgen, aber auch so oft wie möglich, immer wenn du abgelenkt bist, kommst du wieder zurück und zurück. Und wenn du so praktizierst, dann kannst du es mehr und mehr aufrechterhalten. Dann wird alles bedeutungsvoll, alles wird zur Praxis, alles. Alles wird zum Segen. Selbst die langweiligste aller Arbeiten. Wenn du zum Beispiel abwischst, kannst du sagen, möge ich all die Unreinheiten aller Wesen reinigen. Möge ich alle krebsartigen Zellen heilen und alle Virus und alle Keime aller Menschen wegheilen. Und das wird alles weggefegt. Möge all mein negatives Karma, alles negative Karma aller Wesen weggefegt werden. So wird dann jede Aktivität dazu. Es geht wirklich in der spirituellen Praxis darum, sich zu orientieren, wie wir sehen, wie wir wahrnehmen. Es geht alles darum, wie wir wahrnehmen. Denn alles, alles hängt ab von unserem Geist, meine Damen und Herren, von eurem Geist. Bitte kümmert euch um euren Geist. Haltet ihn rein. Haltet euren Geist rein. Then you're strong. Dann werdet ihr stark, wirklich unseren Geist reinzuhalten. Das, was ich erkannte, was das Wichtigste ist, ist, den Geist reinzuhalten. Und besonders in den heftigen Angriffen all der negativen Gedanken und Emotionen, wenn die entstehen, das ist eine Herausforderung. Es ist wirklich eine Herausforderung, da rein und stark zu bleiben. Was auch geschehen kann, wenn all diese negativen Dinge und Gedanken kommen, dann erscheint alles als so wahr. Und wir werden verführt, dem hinterher zu streben und werden zu diesen Gedanken, die in uns entstehen. Und das ist die Täuschung, das ist die Falle. Wenn ich das wirklich teilen würde, was ich erkannt habe, wo ich etwas älter jetzt werde, und ich habe erkannt, dass wirklich am Ende des Tages nichts wichtig ist. Nichts ist wirklich wichtig. Nichts ist wirklich wichtig. Am Ende geht es nur darum, wie euer Geist ist. Wie
euer Geist ist. I mean, all the places you've done, all die Orte, an denen ihr wart, all die Dinge, die ihr getan habt. What? I traveled to many places. I've done many things, but ich habe so viele Orte bereist. What? Ich habe so viele Dinge getan. Und was bringt das? Das Einzige, was wirklich zählt, ist, wenn du etwas getan hast, was anderen hilft. Und gleichzeitig, wenn du etwas getan hast, was anderen Schaden zuführt, dann schadet es dir. Nichts ist letztendlich wirklich wichtig. Es ist alles eine Illusion. Traumgleich. Wenn du schläfst und träumst, dann gehst du in alle verschiedensten Arten von Welten, und wenn du aufwachst, war es einfach nur ein Traum. Das hier ist auch ein großer Traum, ein riesiger, großer Traum. Und es erscheint so wirklich. Es erscheint wie ein so ein klarer Traum. Wenn wir sterben jedoch, dann können wir vielleicht aufwachen. Aber dafür gibt es auch keine Garantie. Der Traum kann weiter sich fortsetzen, wieder in einen anderen Traum namens Bardos. Und dann folgt ein anderer Traum, der wird mit dem nächsten Leben bezeichnet. Der setzt sich fort. Worum es wirklich geht, ist aufzuwachen. Alle Belehrungen im tibetischen Totenbuch oder den Bardo-Belehrungen sind auch die Belehrungen, die im tibetischen Buch vom Leben und Sterben mit eingeführt sind. Darum geht es wirklich darum, wie wir unsere wahre Natur erwecken, wie wir wirklich aufwachen können. Denn die Möglichkeit zum Erwachen ist so präsent im täglichen Leben, in jedem Tag, sodass wir wirklich diesen Funken erhaschen und diese Möglichkeit wahrnehmen, die sich stets und ständig immer und immer wieder präsentiert in allen Situationen. Das müssen wir ergreifen.